Seit ihrer Gründung im Jahr 1906 konnten die Freunde der Staatsgalerie Stuttgart über 2000 Gemälde, Plastiken und Grafiken erwerben und als Dauerleihgabe der Staatsgalerie übergeben, darunter viele Werke von Weltrang. Möglich ist dies durch die Mitgliedsbeiträge, Spenden und das Engagement der Mitglieder. Hier stellen wir Ihnen vor, One Potato, Two Potato, Three Potato and More, ein Werk von Lawrence Wiener aus dem Jahr 1992. Ich bin Andrea Welz, Kunsthistorikerin in Stuttgart, und ich möchte Ihnen heute Kunstgeschichten erzählen. Vom amerikanischen Konzeptkünstler Lawrence Wiener, vom König Wilhelm von Württemberg und von einer Kartoffel. Fangen wir an mit dem König. 1816 wird Wilhelm König von Württemberg, und er hätte kurz darauf die einmalige Chance gehabt, eine Kunstsammlung anzukaufen, die Sammlung der Brüder Boisseret. Aber er hatte kein Museum und es gab kein Geld. Das Land war arm. Hätte es damals schon die Freunde der Staatsgalerie gegeben, ja, vielleicht hätten die dann schon Geld locker gemacht und eine wunderbare Gemäldesammlung wäre heute in Stuttgart. Aber die Freunde der Staatsgalerie werden erst 1906 gegründet. Aber wie geht es weiter mit dem König? 1827 will er einen Antikensaal bauen, aber auch dafür gibt es kein Geld. Einer der Abgeordneten soll gerufen haben: Mir brauchet keine Kunst, Krombiere brauche mehr. Wir brauchen keine Kunst, wir brauchen Kartoffeln. Who needs art? We need potatoes. Denn der Hunger war noch da und die Armut auch. Der König hat auch viel für die Landwirtschaft getan, aber er hat die Kunst zum Glück nie aus dem Auge verloren. 1837 wird Geld bewilligt für den Bau des Museums der bildenden Künste, heute Alte Staatsgalerie Stuttgart. Erst vor kurzem haben wir den 175. Geburtstag des Museums gefeiert. Kommen Sie jetzt mit mir rein, dann zeige ich Ihnen von Lawrence Wiener One Potato, Two Potato, Three Potato and More. Ich stehe jetzt im oberen Foyer der Alten Staatsgalerie vor dem Kunstwerk von Lawrence Wiener. Ein Kartoffel, zwei Kartoffel, drei Kartoffel und mehr. Es gibt die deutsche Version und es geht weiter mit der englischen Version. Seit 2011 haben wir die Arbeit hier an der Wand. In Absprache mit dem Künstler wurde sie hier installiert. Dankenswerterweise haben die Freunde der Staatsgalerie dieses Kunstwerk angekauft und dem Museum als Leihgabe zur Verfügung gestellt. Damit ging auch ein ganz schön langes Theater zu Ende, denn diese Arbeit wurde entwickelt vom Künstler 1992 nicht für Stuttgart, sondern für den Ort Ditzingen. 1992 gab es ein großes Kulturenprojekt der Kulturregion Stuttgart. Platzverführung hieß es. Vielleicht erinnern sich manche daran. 18 Städte haben sich zusammengeschlossen und renommierte, international sehr bekannte Künstler eingeladen. Und von Aalen bis Vaihingen an der Enns oder von Weinstadt bis Ditzingen. Ditzingen war vorgesehen für Lawrence Wiener. Und er hat sich in dem Ort umgeschaut und hat gesehen, dass aus dem ehemaligen Bauerndorf eigentlich ein Industriestandort wurde und viele Menschen heute nicht mehr in der Landwirtschaft arbeiten, in die Kartoffeln gehen, sondern mit der S-Bahn nach Stuttgart fahren. In dem Verbindungsweg von der S-Bahn zum Ortskern, die Wilhelmstraße, da hat er sein Kunstwerk installiert. 2x5 Bodenplatten, und Sie können sich vorstellen oder ahnen schon, was darauf stand. One Potato, Two Potato, Three Potato and More. Ein Kartoffel, zwei Kartoffel, drei Kartoffel und mehr. Viele Besucher heute wundern sich, weil die Grammatik nicht ganz stimmt. Sowohl im Englischen als auch im Deutschen. Es fehlt das S, auch der Plural. Aber wir wissen, der Künstler hat sich auf einen Abzählreim bezogen, der eigentlich nur mündlich überliefert wird und nicht schriftlich. One potato, two potato, three potato, four, five potato, six potato, seven potato, more. Und die Ditzinger wollten dieses Kunstwerk leider nicht haben, denn sie dachten, sie bekommen etwas aus Marmor oder aus Stahl, etwas, das was hermacht und keine
Bodenarbeit. Konzeptkunst ist nicht so leicht zu verstehen. Der Künstler bestand darauf, wenn es kein Geld gibt, dann gibt es auch keine Kartoffeln und die Arbeit wurde in Ditzingen wieder abgebaut. Glücklicherweise haben die Freunde der Staatsgalerie sich dann mit dem Künstler verständigt und dieses Kunstwerk erworben. Und seitdem haben wir es hier im oberen Foyer. Ja, viele Besucher gehen gerne daran vorbei und vielleicht auch Sie bei Ihrem nächsten Besuch. Und dann können Sie sich fragen, was brauchen wir tatsächlich im Leben? Eine Kartoffel? Zwei? Drei? Und mehr? Was ist das Mehr, was wir im Leben brauchen? Geld, Liebe oder vielleicht Kunst? Was ist das für Sie?